Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei mir vorbeischaut, wenn ich wieder so richtig rumschleim. Und das werde ich heute so richtig tun, denn ich habe hier ganz viele verschiedene Packungen mit Slimes und die werde ich jetzt alle einmal zusammenmischen. Ihr wisst ja, wo Schleim ist, ist auch Teenie-Schnickschnack. So, ich kippe das Ganze jetzt einfach auf den Tisch. So. Und dann würde ich sagen, fange ich einfach an, die ganzen Slimes in diese Schüssel zu packen. Ja, vorneweg, wenn ihr natürlich wissen möchtet, wo dieser ganze Schleim her ist, ich habe euch die Seite mal verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist eine tolle Internetseite mit ganz vielen kleinen, ja, so Mitbringsel für Geburtstage oder Feiern. Ach, kriegt das hier gar nicht auf. Jetzt. Und ja, da kriegt man für schmales Geld viele kleine Produkte für die nächste Party. So wie auch diesen Schleim in verschiedenen Farben. Na, der ist ja schon mal richtig cool. Wupp, und rein ins Töpfchen. Und wir machen mit dem Einhorn Puh weiter. Ja, ich konzentriere mich mal kurz aufs Auspacken. So. Okay. Wow. Also die Farbe. Wow, das fühlt sich auch richtig gut an. Also nicht nur die Farbe ist der Knaller. Guckt mal. Es fühlt sich richtig toll an. Lässt sich ziehen und kneten und drücken. Ah, diese Farbe. Wow. Kleine Einhornhäuflein kann man auch machen. So. Okay, ab dafür. Ja, hier haben wir auch noch so ein Einhornslime. Der ist ganz. Das ist wie so ein Aquaslime. So. Ihr hört mal, so fast so wässrig, wabbelig. Ups, hoppala. Randaliert sie. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein Aquaslime. Wackelt und wabbelt ordentlich. Und auch in die Schüssel. So, was habe ich jetzt hier noch? Diese kleinen Obstdüsen finde ich besonders niedlich, ne? So nachgeahmt, kleine Obstscheiben, super süß. Und da ist auch so etwas festeres Slime wieder drin. Und da mag ich ja immer gerne so diese Bernsteinfarbe, ne? Das sieht so toll aus. Also diese, aber gut, er reißt schnell. Aber diese Clear Slimes, die wirklich so eine schöne Farbe haben, fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, jetzt spule ich das Ganze mal ein bisschen vor, damit das nicht so lange dauert. Rein in die Schüssel. Ja, das sieht doch schon mal richtig farbenfroh aus. Hier, schick. Krach gemacht. Ach, jetzt wackel ich an der Kamera. Was ist denn hier los? So. Jetzt machen wir noch die restlichen Slimes alle rein. Ja, bei dem muss ich euch nochmal zeigen. Guckt mal, mit Glitzer drin. Oh, ich liebe das ja, ne? Schick. Und nochmal. Also ihr Lieben, jetzt habe ich nochmal die Kameraposition gewechselt, damit ihr das Ganze hier viel besser von oben beobachten könnt. Weil ich habe mir jetzt überlegt, ich werde nicht nur diesen Slime einfach zusammenmischen. Nein, ich werde ihn noch verschönern. Ich habe doch noch so Glitzerkram und so Perlengedöns. Und hier noch so ein ganzes anderes Bling-Bling-Zeug. Das schmeiße ich da jetzt alles gleich noch mit rein. Ach ja, und hier noch Bastelkonfetti. Wozu braucht man Bastelkonfetti im normalen Leben? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche es auf jeden Fall für diesen Slime. Und da kommt jetzt mal eine ordentliche Prise von beiden Farben rein. So, und rosa. So, hübsch. Und, was ich noch vergessen habe. Ich wollte ja eigentlich am Anfang des Videos nochmal sagen. Zählt doch mal bitte meine So's. Ich sage ja unendlich viele Male So.
Also wer Lust hat, zählt jetzt nochmal nach, wie oft hat Tini Schnickschnack so gesagt. Und schreibt es in die Kommentare. So, dann machen wir jetzt noch diese schönen Kristalle rein. Bisschen wenig, ne? Da geht noch mehr. Mhm. Schön, schön. Und dann habe ich ja hier diese Perlen, ein Perlensortiment. Davon mache ich auch nochmal ordentlich rein. Ordentlich was rein, genau. So, so, so. Jupp. Na, ich bin ja auch so eine richtige Glitzerelster. Ich mag es ja bunt und glitzerig und bunte. Ach, da kommen natürlich auch noch Styroporperlen rein. Ne? Was passt besser bei bunt? Und Glitzer. Ich habe mich hier für dieses Türkise entschieden. Das streue ich oben drüber. Ja. Und ich würde sagen, jetzt ist es ready for durchkneten. Los geht's! Mmh. Aber sagt man, die Farben sind doch schon wunderschön. Das matscht so toll. Auch total interessant, dieses Einhorn-Pups-Schleim da. Ist natürlich deutlich fester als dieser Aquaslime. Bin mal gespannt, ob die sich miteinander so richtig vermischen lassen. Es fühlt sich auf jeden Fall mega toll an. Und wie die Perlen wieder so rausplumpsen. Da schlägt mein Schleimherz wieder höher. Das können hier nur Leute verstehen, die Schleim genauso gerne mögen wie ich. Überall die Perlen noch so drin. Da ist der Glitzer. Bisschen zentriert auf einer Stelle. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser durchgeknetet. Mal gucken. So. Matschi, matschi. Ordentlicher Schleimbatzen hier. Viel ist nicht mehr übrig von den ganzen einzelnen Slimes. Ein bisschen sieht man sie noch so einzeln, aber ja, ich würde sagen, das war jetzt hier ein interessanter Versuch, mal einfach die ganzen Slimes zusammenzumischen. Ich bin halt immer so neugierig und wollte einfach mal wissen, wie das nachher aussieht und wie sich das dann so anfühlt. Kann euch nur sagen, habt ihr die Möglichkeit, probiert es einfach aus, weil es macht einfach mega Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne wieder einen Daumen nach oben da und kommentiert auch gerne. Ich lese alle Kommentare und ich beantworte sie auch alle. Ja, und schaut auch gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei, Instagram nicht vergessen und natürlich TikTok. Und ansonsten, alle Infos, die ihr braucht, findet ihr in der Videobeschreibung und dem Video. Check, check!